größeren Bevölkerungsgruppen weisen darauf hin, dass bestimmte PFAS die Leber, das Hormonsystem, das Immunsystem schädigen oder Krebs erzeugen. Werden diese Chemikalien hauptsächlich über Lebensmittel und das Trinkwasser aufgenommen? Gestillte Kinder können übrigens auch PFAS über die Muttermilch aufnehmen. Einfach krank. PFAS, Jahrhundertgift, und was ich jetzt dagegen nehme. Jahrhunderte ist es noch nicht her, dass ich dieses Video machen wollte, aber ich wollte dieses Video erst machen, wenn ich euch wirklich kausal zeigen kann. Nicht nur wie schlimm dieses Gift ist und wo es überall ist und dass quasi schon fast alles damit verseucht ist, aber auch was man dagegen tun kann, denn das ist doch das Entscheidende. Ja, ihr habt euch das Video von mir gewünscht und nichts war mehr in den Kommentaren vertreten als dieses PFAS-Video, also mache ich es für euch. Ich zeige euch heute, was sind PFAS, wie wirken sie in Studien auf unseren Körper und das Wichtigste, wie werde ich sie wieder los? Lasst noch einen Like-Button glühen, ja, für eine gute Tat heute für meine Arbeit und los geht's. PFAS ist eine Abkürzung für PER, oder polyfluorierte Chemikalien oder auch Alkylsubstanzen, für die, die es genau wissen wollen. Diese Stoffgruppe kann etwas, was man nicht einfach so ersetzen kann, ohne sehr viel Geld auszugeben. Und zwar PFAS sind Wasser, Fett und schmutzabweisend und werden deshalb in sehr vielen Alltagsprodukten verwendet. Zum Beispiel in Essensverpackungen, in Zahnseide, in Zahnband oder Zahnreinigung, Pizzakartons, Burgerpapier, beschriftete Pappbecher, auch in Backpapier, Bratpfannen, Waffeleisen, Sandwichmaker, Pommes-Tüten, in Mikrowellen-Popcorn-Verpackungen, Regenjacken, Polstermöbel, Teppichen, Tischdecken, Bettwäschen und Kosmetikern werden PFAS häufig eingesetzt, sogar in Feuerlöschern, Druckerfarben, Klebeetiketten und so weiter. Selbst im Trinkwasser sind diese zu finden. Hersteller werben häufig mit PFOA, PFOS frei oder Gen X frei, zum Beispiel auf Pfannen, Textilien oder imprägnierten Mittel. Das bedeutet jedoch nur, dass bestimmte Einzelsubstanzen nicht enthalten sind dieser PFAS, da deren Einsatz mittlerweile ohnehin verboten ist. Die Werbung ist somit häufig ein Hinweis darauf, dass diese Produkte auf jeden Fall PFAS enthalten. Frei von PFAS, frei von PFC oder fluorfrei. Diese Werbeaussagen umfassen tatsächlich die gesamte Stoffgruppe mit ihren mehr als 10.000 Substanzen. Wenn mit solchen Aussagen geworben wird, sollte das Produkt tatsächlich PFAS-frei sein. Über welche Quelle nehmen Menschen überhaupt PFAS auf? Laut Bundesinstitut für Risikobewertung, BfR, werden diese Chemikalien hauptsächlich über Lebensmittel und das Trinkwasser aufgenommen. Weitere Quellen sind die Außen- und Innenraumluft, Hausstaub und der Kontakt mit Verbrauchsprodukten, die PFAS-haltige Chemikalien enthalten. Gestillte Kinder können übrigens auch PFAS über die Muttermilch aufnehmen. PFAS sind extrem stabil und werden daher als Ewigkeitschemikalien bezeichnet. Das ist doch wirklich sehr beruhigend. Sie sind eher biologisch nicht wirklich abbaubar und reichern sich daher in der Umwelt an, im Menschen an und im Tier an. Ja, immer weiter. Es wurden Proben gemacht aus Wildschweinen, deren Leber nicht mehr verzehrbar ist, weil sie so verseucht sind. Das sind Wildschweine, die draußen wild leben und nur fast Wildkräuter essen und ein paar Schnecken und Eicheln. Krank, einfach krank. Oftmals werden sie von Mensch und Tier nur langsam abgebaut und ausgeschieden. Ja, durch die langsame Ausscheidung können sich die Chemikalien außerdem weiter im Körper anreichern. Ich zeige euch gleich, was man tun kann, beziehungsweise was ich einnehme, studienbasiert. Und das belege ich auch. Studien an größeren Bevölkerungsgruppen weisen darauf hin, dass bestimmte PFAS die Leber, das Hormonsystem, das Immunsystem schädigen und den Fettstoffwechsel stören, ein geringeres Geburtsgewicht zur Folge haben, die Fruchtbarkeit verringern oder Krebs erzeugen können. Es gibt von ihnen über 10.000 Verbindungen. Bereits 2005 und 2006 wurden in den USA eine Untersuchung gemacht, dass der Anstieg der PFAS-Konzentration um ganze 500% hochgeschnellt ist in den letzten Messungen, also im Vergleich zur letzten Messung. Diese Zahlen sind schon seit Jahren alarmierend, aber die Lobby dahinter ist so ein riesen Milliardenwuch, dass dort Forschung bewusst eingeschränkt wird. Diese neu erschienene wissenschaftliche Publikation zeigt das ganze Ausmaß an mit dem Titel »Der Teufel, den sie kannten«. Chemische Dokumente analysieren den Einfluss der Industrie auf die PFAS-Wissenschaft. So wird weiter geschrieben, die mangelnde Transparenz
der von der Industrie beschriebenen Forschung zur Industriechemikalien hat erhebliche rechtliche, politische und gesundheitliche Folgen. Die Strategie, die der Industrie zur Unterdrückung von wissenschaftlichen Forschungsergebnissen oder Frühwarnungen über die Gefahr von Industriechemikalien können analysiert und aufgedeckt werden, um die Prävention zu unterstützen. Die unfassbare toxische Wirkung sind bereits seit über 50 Jahren bekannt, doch hat das Ganze über 70 Jahre lang gedauert. Unvorstellbar die Zahlen von Menschen, die darunter krank geworden sind und immer noch werden. Es ist natürlich schwer, Menschen diese krebserregenden und stark gesundheitsschädlichen Substanzen zu geben und dann Studien zu machen. Das würde vor der Ethikkommission ja dementsprechend keinen Halt haben. Daher machen Menschen diese Versuche an Säugetieren, was sicherlich nicht weniger gut ist, doch wenn die Daten kostenlos zur Verfügung stehen, ja, dann nutze ich sie halt nun mal und beauftrage auch niemanden dafür. Wichtig, die Dosis weicht oft ab in Säugetierstudien und wird oft behauptet, ja, das sind ja aber dann die zehnfache Dosis ja pro Kilogramm Körpergewicht, die Mäuse dann dementsprechend zu sich nehmen. Ja, die Mäuse haben aber auch einen über zehnfach schnelleren Stoffwechsel und sterben deswegen auch zehnmal schneller, ja, oder noch mehr, da sie quasi schneller leben, ja. Daher sind diese Studien sehr gut vergleichbar mit den Menschen, da diese Mengen, die den Tieren gegeben werden, den Säugetieren, auf dem Stoffwechsel runtergerechnet sind, die äquivalent zu uns Menschen sind. Von daher ist das schon ganz gut, so wie es ist, ja, und Tierstudien sind sehr gut mit Menschenstudien vergleichbar, wie gesagt, auf den Stoffwechsel runtergerechnet. Dazu diese Studie hier vor ca. einem Jahr. Hier wurde die Immunantwort untersucht, ja, je nachdem, ja, wie viel PFAS die Säuger intus hatten, bezogen auf die Grippeviren. Wir haben zwei Immunantworten, einmal die T-Zellen und einmal die B-Zellen. Zunächst schaut man sich die T-Zell-vermittelte Immunantwort an bei Grippeviren und man sieht, dass PFAS hier die Immunantwort halbierte. Das bedeutet, der Körper kann nur halb so gut bzw. so schnell die Erreger bekämpfen wie ohne PFAS in der Kontrollgruppe. Aber das ist nicht alles. Noch schlimmer sieht das Ganze bei den B-Zellen aus, die Antikörper gegen Erreger dementsprechend bilden. Ja, hier sieht man in der 4-PFAS-Gruppe, also erhebliche Einschnitte in die Antikörperproduktion im Körper durch PFAS. Ja, der Körper kann sich kaum noch wehren gegen Erreger. Es ist einfach fürchterlich. Und das natürlich hat auch zur Folge, ja, dass diese Tiere, ja, die mehr PFAS ausgesetzt waren, viel früher sterben, sehen wir hier. Wo wir auch langsam in die Richtung kommen, wo wirken sie besonders stark und was kann man tun? Die Leberzellen, ja, sind ja in den PFAS natürlich ausgeliefert, ja, je länger sich diese PFAS dort aufhalten, desto mehr Leberzellen werden sterben, denn die Leber ist ja für die Entgiftung zuständig. Weil die PFAS gehören nicht ins Körper, in den Körper, und das weiß unser Körper auch. Wir sehen hier, je mehr PFAS und je höher die Konzentration, desto schneller nimmt die Überlebenschance der Leberzellen ab. Das Problem ist jenes, je mehr diese geschädigt werden, desto weniger können sie ja dementsprechend wieder PFAS abbauen. Und je weniger sie dann dieses abbauen können, desto mehr PFAS akkumulieren sich ja wieder in der Leber, welche ja wieder zu mehr Leberzellensterben führen und der Teufelskreis schließt sich. Glutathion-S-Transferase sind Enzyme, die das Peptid Glutathion an körpereigene und körperfremde, unter anderem PFAS, konjugieren, ja, also dran heften. Dadurch entsteht eine erhöhte Wasserlöslichkeit und die Ausscheidung körpereigener und körperfremder Stoffe, zum Beispiel PFAS, wird erleichtert. Neben der Glutathion-Konjugation sind Sulfatierungen, Acetierungen, Methylierungen sowie Glucuronierungen weiter wichtige Schritte der Biotransformation. Also auf Deutsch nochmal. Als körpereigene Reaktion, ja, bei Exposition mit fremden Stoffen reagiert der menschliche Körper oft mit einer verstärkten Bildung von Glutathion-S-Transferase mit dem Ziel, den Körper vor oxidativen Stress zu schützen. Das hängt damit zusammen, dass die PFAS natürlich Sauerstoffradikale im Körper entstehen lassen, sehen wir hier. Das stellt ein großes Problem dar, denn diese Sauerstoffradikale puffern das wichtigste Antioxidant im Körper weg. Und das ist das Glutathion, ja, welches aber die Hauptaufgabe als Entgiftung hat. Und das, da fängt der Hamster an zu humpeln. Daher sehen wir genau, was ich angedeutet habe. Das Glutathion sinkt mit zunehmender PFAS-Konzentration immer weiter ab und die Entgiftung ist dadurch immer weiter eingeschränkt und der Körper kann die PFAS immer weniger loslassen. Je mehr PFAS, desto mehr Sauerstoffradikale, die das Glutathion senken.
Je weniger Glutathion, desto weniger PFAS können ausgeschieden werden. Daher ist das Wichtigste, was es überhaupt gibt in Bezug auf PFAS, die Entgiftung aufrechtzuerhalten und zu unterstützen, wenn diese herabgesetzt ist. Es gibt noch einen weiteren Beweis. Hier wurde das Enzym Glutathion-S-Transferase in der Studie an Säugetieren und Kleinkindern getestet. Dieses Enzym heftet das Glutathion an den zu entgiftenden Stoff, zum Beispiel eine PFAS-Verbindung, so dass sie ausgeschieden werden können. Denn alles Wasserlösliche kann den Körper verlassen. Fettlöslich nicht, da der Urin ja nicht aus Fett besteht, sondern aus Wasser. Ist ein Stoff nicht ausreichend wasserlöslich, heftet der Körper in der Detoxifizierungsphase 2 in der Leber Glutathion an den Stoff, so dass es entgiftet werden kann. Hier ist, was die Wissenschaft beobachtet hat. Es wurden 840 Mütter untersucht auf ihre PFAS-Werte und dann, wie häufig Dermatitis aufgetreten ist, bei ihren kleinen Kindern bis 2 Jahre dementsprechend. So lange wirkt das Scheiß. Was hier klar bewiesen werden konnte, dass Kinder, die eine Einschränkung in der Glutathion-S-Transferase hatten, also dem Enzym, welches Glutathion auf die PFAS überträgt, um sie auszuscheiden, haben deutlich öfter Dermatitis bekommen. Damit ist kausal belegt, dass Glutathion und dessen Enzyme den Spiegel im Blut regulieren. Daher mache ich jährlich 2-mal eine Kur mit liposomalem Glutathion, welches flüssig ist, denn dazu habe ich ebenfalls eine Studie gemacht mit Menschenprobanden ebenfalls, dass nur liposomales flüssiges Glutathion aufgenommen werden kann, da es ein Tripeptid ist und sonst in der Magensäure zersetzt werden würde oder im Darm dementsprechend auch, im Dünndarm, ja, sieht man hier auch in der Studie. Das nehme ich dann zusammen mit liposomalem Q10, ja, eines, welches der wichtigsten fettlöslichen Antioxidantien zusammen ist. Mit dem Glutathion hat man dementsprechend einer der stärksten wasserlöslichen Antioxidantien und dementsprechend Q10 einer der stärksten fettlöslichen Antioxidantien, beides liposomal. Circa für 3 Monate, circa 3 Flaschen mache ich immer eine Kur, 2-mal im Jahr. Dazu gehe ich noch in die Sauna, um die Entgiftung noch weiter voranzutreiben und esse ballaststoffreich, denn an Ballaststoffe kann der Körper dementsprechend leichter die Gifte anbinden. Das war's mit dem Video. Alles Wichtige und alles Seriöse habe ich unten verlinkt. Findet ihr alles in der Videobeschreibung. Dankeschön für euren Support. Bis gleich auf purezell.de und ich wünsche euch eine prachtvolle Entgiftung.